So, was machen wir heute? Regen, Regen, Regen. Matsche. Kalt. Kalt. Windig. Wir wollten eigentlich noch mal in den Park oder so ein bisschen rumlaufen, noch ein bisschen was besorgen. Ja, aber da warten wir noch, bis der Regen durch ist, weil ich wollte auch gerne die Kamera mitnehmen, noch ein paar Aufnahmen machen. Und ist natürlich schlecht mit Regen, ne? Ich habe da noch keine wasserfeste Hülle. Aber ich zeige euch mal das Innenleben unseres Vans. Ja, so viel gibt es da auch nicht zu sehen. Ist alles ziemlich oldschool hier noch. Ja. Kühlschrank. Ah, hier drinne. Hier dahinter ist die Gasflasche. Ja, so alles Mögliche. Was man halt so braucht. Hier drin verstaut. Gasherd, den haben wir noch gar nicht benutzt. Brauchen wir im Moment gar nicht. Weil ich mache das alles draußen. Wasser läuft auch hier. Hier ist die Elektrik. Hier hat man auch noch Platz für alles Mögliche. Also Platzprobleme haben wir drin überhaupt gar keine. Hier oben haben wir noch eine Ablage. Theoretischerweise könnte hier eventuell ein Kind oben schlafen. Ein kleineres noch. Würde ich aber jetzt auch nicht gerade machen. Also es ist immer für alles Mögliche, was wir so an Krempel haben. Sonnenschirm haben wir noch. Noch vielleicht noch eine dicke Jacke. Unsere Umhänge sind hier oben. Und alles, wo wir jetzt nicht gerade wissen, wohin damit. Hier haben wir einen großen Schrank. Mit Tresor. Ja gut, der ist da hinten verbaut. Kleine Heizung haben wir für alle Fälle auch mit. Haben wir auch noch nicht gebraucht. Ist ja Sommer. Wir sind ja nicht aus Zucker. Hier oben hat man auch noch mal Klappfächer. Für alles Mögliche. Da hinten kann man etliches reinstopfen. Auf der anderen Seite auch noch mal das Gleiche. Hier haben wir unser Bett. Kann man noch umbauen zur Sitzbank. Hat man halt rechts und links Sitzbänke, in der Mitte den Tisch. Den hakt man dann da hinten ein. Brauchen wir aber nicht, weil bei uns spielt sich im Grunde alles draußen ab. Und zur Not kann man sich auch so hier hinsetzen. Den Tisch kann man nach Bedarf hier rumschieben, wenn man es, wie man es gern hätte. Hier drin haben wir unsere Toilette. Ja, ganz normal. Campingtoilette, wie man es halt kennt. Praktisch. So. Hier unten drunter haben wir noch einen Haufen Zeug gestapelt. Immer die Box mit unserem ganzen Fotozeug. Da hinten ist noch Wasser, Bier, hier unten ist auch noch ein Fach, Rollkohle, Konserven, alles Mögliche. Also Platz ohne Ende in dem kleinen Teil, das soll man echt nicht für möglich halten. Hier habe ich noch so ein paar Taschen gemacht für, was man eben so schnell mal braucht. Kabelbinder haben wir da drin, Taschentücher. Taschenlampen, Batterien, Feuchttücher, Pflaster, ein Krempel, den man mal so schnell brauchen könnte. Ja. Gut, hier vorne sieht es ziemlich rümpelig aus. Ja, das ist halt so. Die Kamera. Peters Dudelsack, den haben wir leider nicht hingekriegt. Der verliert irgendwie Luft, keine Ahnung. Müssen wir mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Werkzeug, Klammern, Schnicki,
Hier wird immer alles so reingestopft. Schuhe. Beutel für Schmutzwäsche. Regencape. Ja. Ja, wie gesagt, den Innenausbau, da werden wir uns mal dran machen. Ach, hier oben haben wir auch noch unsere ganzen Küchenrolle, Toilettenpapier etc. Und da kommen dann auch die Matten hier rein für die Fenster. Und dann muss ich euch noch mal was zeigen. Peter, der schläft immer so ausschweifend. Na gut, ich meine, er ist ja auch ein bisschen länger. Der hat das voll die Nacht hier eingetreten. Na gut, das ist hohl dahinter und das ist irgendwo so Presspappe. Das wäre, wenn wir mal was das abmachen komplett hier und was Stabileres dahin machen. Aber das ist ohnehin mal Zeit, das mal ein bisschen neu zu machen, nach und nach. Das ist aber teilweise. Man sieht, dass er hier hat alles seine besten Tage schon hinter sich. Hier oben fehlt das sogar schon. Ja, aber das machen wir alles nach und nach hier noch zurecht. Hier ist auch schon ein bisschen. Ja, aber sonst ist das voll optimal für uns. So zu zweit hat man echt keine Probleme. Wie gesagt, das meiste spielt sich eh draußen ab, egal ob es regnet oder. Ja.